Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video geht es um Potenz- und Wurzelrechengesetze. Vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum ich jetzt Potenz- und Wurzelgesetze sage. Die meisten kennen nur die Potenzgesetze oder die Wurzelgesetze, aber das hängt ganz, ganz deutlich zusammen. Denn, und das wäre das erste Gesetz für euch, die nte Wurzel von a kann ich einfach schreiben als a hoch 1 durch n. Das heißt, eine Wurzel ist für uns nichts anderes als eine Potenz, halt keine ganzzahlige Potenz, sondern ein Bruch, aber das soll uns ja nicht stören. Deswegen sage ich Potenz- und Wurzelgesetze. Also als Beispiel wäre das zum Beispiel, wenn ich sage, die Wurzel von 2 ist nichts anderes als 2 hoch 1/2. Also die Quadratwurzel, da schreibt man die 2 ja oftmals gar nicht hin. Nun, was man auch noch als so elementare Definition gleich am Anfang wissen sollte, wenn ich sage 1 durch a hoch n, also einen Bruch habe, dann kann ich das einfach als negative Potenz schreiben, also a hoch minus n. Somit haben wir die Potenzen komplett geklärt, weil wir wissen jetzt, was bei Brüchen passiert, wir wissen, was bei negativen Zahlen passiert, wenn wir schreiben es dann einfach nur in den Nenner. Dann gibt es noch zwei kleine Feststellungen. Naja, a hoch 0 ist immer 1, egal was a für eine Zahl ist. Und a hoch 1 ist einfach direkt die a. Lässt man natürlich meistens weg, aber beim Rechnen solltet ihr einfach dran denken, wenn da nur steht 2, dann meint es eigentlich 2 hoch 1, falls ihr mal die anderen Rechengesetze später anwenden wollt. So, dann eines der einfachen Gesetze, a hoch m mal a hoch n. Das kann ich einfach direkt zusammenfassen als a hoch m plus n. Das heißt, aus einem Malpunkt hier unten wird hier oben ein Plus. Ihr müsst aufpassen, nicht, dass ihr da sagt, na, hier ist mal, ist da oben auch mal. Das stimmt hier nicht. A hoch m mal a hoch n gibt einfach a hoch m plus n. Ihr könnt es gerne an einem Beispiel einfach durchversuchen. Wenn ihr, sagen wir mal, 2 hoch 3 mal 2 Quadrat rechnen wollt, außerdem wollt, dann wisst ihr ja, dass wir sind einfach 3 mal, also 3 mal die 2 als Faktor und hier haben wir 2 mal die 2 als Faktor. Dann gibt es natürlich 2 hoch 5, weil 5 mal hier die 2 steht. Und wenn ich natürlich das als Bruch habe, a hoch m mal a hoch n, nun, wir wissen ja, dann kann ich das schreiben als a hoch m mal a hoch minus n. Und dann kann ich das hier direkt hier einsetzen, also wird es auch n minus n. Kann man sich als eigene Regel merken oder einfach kurz diese Herleitung mit Hilfe von dieser Feststellung. Wenn ich jetzt sowas habe wie a hoch n mal b hoch n, dann kann ich ganz einfach a und b zuerst zusammenfassen, ausrechnen und dann das Ganze potenzieren. Auch hier wieder, wenn ich das als Bruch haben will, a hoch n durch b hoch n, kann ich das auch zusammenfassen als a durch b gesamt hoch n. Und die letzte Regel, die man euch hier noch zeigen kann, ist, wenn ich a hoch n habe, geklammert hoch m, dann darf ich das schreiben als a hoch n mal n. Und das ist natürlich dann das gleiche wie a hoch m mal n. Das heißt, ich könnte das tatsächlich als a hoch m hoch n schreiben. Das heißt, es ist schon egal, welche Reihenfolge ich sowas ausrechne. Ihr müsst euch aber hier klar werden, das heißt a hoch n hoch m und dann habt ihr hier einen Malpunkt. Bei a mal m mal a hoch n, dann wird es ja das Plus. Verwechselt diese zwei Regeln nicht. Hier unten noch das Beispiel vielleicht. 2 hoch 3 ins Quadrat. Das kann ich ganz einfach nur schreiben als 2 hoch 3 mal 2, also 2 hoch 6. Und das ist schon einfach zu rechnen als 2 hoch 3 und dann nochmal ins Quadrat. Das gibt insgesamt 64. Die Zweierpotenzen sind recht wichtig. Die könnt ihr euch gerne alle mal ein bisschen anschauen, aufschreiben und merken. Nun, schaut euch die Aufgaben im Skript dazu an. Rechnet ihr selber mal durch. Dann nicht nur mit so Zahlenbeispielen, sondern auch ein bisschen mit Variablen. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.